Das Hungergefühl treibt Tobias Colling unentwegt. Der 33-Jährige möchte dauernd essen, aufgrund eines Gendefekts. Deshalb lebt er seit 10 Jahren in einer Wohngruppe in Bad Sobernheim, im Prader-Willi-Kompetenzzentrum. Dort bekommen Menschen wie er mit Prader-Willi-Syndrom, kurz PWS, Hilfe. Zu Hause kann ich nicht immer leben, weil ich dann zunehme wieder. Der einfache ist, wenn ich hier manchmal bin, weil ich dann manchmal zu Hause mehr gibt und dann ist dann besser wieder auf die Wohngruppe, dass ich wieder kürzer trete im Alltag. Im Prader-Willi-Zentrum der Kreuznacher Diakonie wohnt Tobias Colling zusammen mit 7 weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern. Neben dem unstillbaren Hungergefühl sind Menschen mit PWS auch im Wachstum und in ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt. Tobias Collings Mutter Andrea Colling ist froh, dass ihr Sohn in der Wohngruppe rund um die Uhr gut versorgt wird. Denn zu Hause hätte die Familie seinen unbändigen Hunger nicht stoppen können. Der Punkt war erreicht, dass wir gemerkt haben, wir schaffen das jetzt nicht mehr, mit dem Tobias klarzukommen. Als ich zum Beispiel mal in seinem Zimmer ein Honigglas gefunden habe, ein 500 Gramm Honigglas, das komplett leer gefuttert war und es ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Er war auch mit den normalen Mahlzeiten nicht zufrieden. Er wollte immer noch Nachschlag und immer noch mehr. Und es war am Ende, er hatte 120 Kilo auf dem Rücken und das war einfach zu viel. Und es wurde immer mehr und wir hatten es nicht mehr im Griff. In der Wohngruppe hat Tobias Colling es geschafft, von seinen 120 Kilogramm mehr als 40 Kilo abzunehmen. Das war nur möglich, weil im Prader-Willi-Kompetenzzentrum eiserne Disziplin beim Essen herrscht. Teamleiterin Konstanze Witryschowski muss höllisch aufpassen beim Aufteilen der Portionen. Nachschlag gibt es nicht. Also sobald hier irgendwie was das Gefühl ist, ich habe irgendeinen Nachteil als jemand anderes, das heißt, es wäre zu wenig auf dem Teller, dann kochen die Emotionen hoch. Vor 10 Jahren, als wir hier begonnen haben, sind 3 Servicesets im Prinzip direkt schnell kaputt gegangen. Deswegen mussten wir umstellen auf Kunststoffteller und Kunststoffgeschirr, weil halt Messer flogen und sowas, Tassen auf dem Kopf gegenseitig kaputtgeschlagen wurde und all solche Dinge. Fürs Portionieren benutzt die Teamleiterin eigens dafür geeichte Löffel. Kohlenhydrate relativ gering, 100 Gramm und Fleisch auch 100 Gramm und das Gemüse sind 300 Gramm. Ich habe jetzt ein wenig Nudeln wie alle anderen irgendwie. Ich habe ein wenig Nudeln auf Teller wie die anderen. Aber es ist mit gleichen Löffeln wie sonst. Tobias ist eigentlich ein sehr freundlicher und den Menschen zugewandter Typ. Er teilt sich gerne mit, er erzählt gerne, aber er kann auch sehr anstrengend werden, wenn er seine Marotten hat und wenn er seinen Willen durchsetzen will, wenn es sich ums Essen dreht. Wo Prader-Willi-Syndrom-Patienten leben, müssen Lebensmittel unerreichbar sein. Sonst ist die Versuchung gar zu groß. Was im Zentrum selbstverständlich ist, das sichere Abschließen der Vorratskammer. Das muss bei Angehörigen, die mit Prader-Willi-Erkrankten zusammenleben, in Fleisch und Blut übergehen. Solange die Menschen mit Prader-Willi-Syndrom, solange das kleine Kinder sind, haben die Eltern das alles gut im Griff. Sie können die Mahlzeiten steuern und die Portionen richten und zuteilen. Aber wenn die Leute älter werden, spätestens mit 16, 17, haben sie auch mehr Möglichkeiten, selbst an was Essen dranzukommen. Und sie haben diese Sucht, immer wieder was zu nehmen. Es war dann zu Hause irgendwann nicht mehr zu steuern, weil er jede Möglichkeit genutzt hat, sich was zu essen zu beschaffen. Er ist dann alleine in die Vorratskammer und hat irgendwas gegriffen, was gerade da war. Die Wohngruppe in Bad Sobernheim ist das einzige Angebot für Menschen mit diesem Gendefekt in Rheinland-Pfalz. Täglich treiben die Bewohner in der Gruppe Sport, um fit zu bleiben. Vormittags wird Tobias Colling ins 2 Kilometer entfernte Stadtzentrum gefahren, weil er dort in den Werkstätten der Diakonie eine Beschäftigung gefunden hat. Er ist darauf angewiesen, dass er immer hier in Bad Sobernheim in der Wohngruppe diese feste Struktur hat und auch die Sicherheit, dass für ihn alles geregelt ist und dass für ihn gesorgt ist. Das gibt ihm Kraft, dass er seinen Alltag meistern kann. Musik.